Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Hey, ich darf dich recht herzlich begrüßen heute zu einer außergewöhnlichen Prayer Session. Ich stehe heute leider vor einer leeren Kirche, aber der Coronavirus hat schon mal Hof erreicht. Aber Jesus kann nicht gestoppt werden, deswegen heute alles online. Und auch die Prayer Session geht weiter. Unsere Lehrserie führe mir fort. Wir haben angefangen mit frei von Sünde, frei von Angst. Und jetzt kommt heute das nächste Thema in dieser Serie. Aber das ist ein bisschen spezieller. Das Thema heißt Ablehnung besiegen. Das heißt nicht frei von Ablehnung, weil wir leben in dieser Welt und die Ablehnung ist immer bei uns. Wir können nicht von der Ablehnung frei werden, aber wir können die Ablehnung besiegen. Und ich bin mir sicher, jeder, auch du, würdest in deinem Leben schon einmal abgelehnt und es wird auch immer sein, dass du abgelehnt wirst in deinem Leben. Nur die Frage ist, was die Ablehnung mit dir macht, wie du damit umgehst und wir können die Folge der Ablehnung besiegen. Ich habe ein kleines persönliches Zeugnis dabei, als ich ungefähr 8 Jahre alt war. Da war klumpiger Donnerstag und ich dachte, es wird echt der perfekte, coolste Tag in meinem Leben. Nur 3 Stunden Schule, dann Ferien. Und dann sind wir heimgelaufen von der Schule. Ein paar Freunde waren dabei, die haben gesagt, hey Michi, du kannst mitkommen, heute arbeitest du irgendwo Fasnachtsparty oder Fasnachtsfeier, was halt 8-Jährige so machen. Wir treffen uns zu den und den Uhrzeit und ich habe mich schon voll gefreut, ja, yeah, sehr cool, bin ich dabei. Bin dann natürlich nachgegangen, am Treffpunkt standen, sogar rechtzeitig, damals habe ich die Tugend noch gehabt, dass ich wirklich pünktlich war und es ist niemand gekommen. Die haben mich einfach standen lassen. Und dann nach den Ferien bin ich wieder in die Schule gegangen und alle haben gesagt, boah, wie cool die Feier war. Aber das Ding war, ich wollte auch mitkommen, habe mich darauf gefreut, aber die anderen sind ohne mich gegangen. Und genau das ist das, was Ablehnung mit uns macht. Die Folge ist, dass wir wirklich eine tiefe Wunde oft davontragen, dass wir echt enttäuscht sind. Denn in jedem von uns ist das Bedürfnis da, dass wir geliebt werden, dass wir angenommen werden, dass wir einfach dazugehören. Und sobald uns das bewusst wird, wir gehören nicht dazu, wir sind doch nicht geliebt und das, die Ablehnung einfach erfahren, ist in unserer großen Wunde. Und das Gute ist, oder die gute Nachricht, dass Jesus nicht möchte, dass wir in Unfreiheit mit dieser Angst leben. Weil sobald du einmal abgelehnt wurdest, ist die Angst da, wieder abgelehnt zu werden. Und was auch noch kommt, es kann sein, dass du Wut hast auf die Leute, die dich abgelehnt haben. Und von diesen 2 Dingen möchte uns Jesus befreien. Dazu die Bibelstelle, die meisten kennen jetzt von Hillsong, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Wir als Christen sind berufen, furchtlos und ohne Angst zu leben. Wir sind nicht berufen, dass wir in Angst leben. Ein cooler Fakt ist, in der Bibel steht genau 365 Mal, hab keine Angst, fürchte dich nicht oder in einer anderen Form. Und ich denke, das ist eine Zusage jeden Tag, wo wir da kriegen von Gott. Jeden Tag, hey, hab keine Angst. Und auch wenn wir dieses Jahr Schaltjahr haben, auch am 366. Tag zählt es und es zählt auch 2020 und auch gerade beim Coronavirus. Hab keine Angst. Jetzt sagst du vielleicht, okay, die kleine Story von dir, das ist ja cool, 8. Klasse, du warst 8 Jahre alt, ist ja geil, zu wild. Mir geht es viel schlechter, ich war viel mehr abgelehnt und ich leide wirklich drunter. Aber ich kann dir euch sagen, Jesus verstand deine Ablehnung, weil auch Jesus Opfer von Ablehnung war. Du kennst vielleicht die Aussage in der Bibel, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Oder am Anfang vom Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Schon als Jesus in die Welt gekommen ist, hat er Ablehnung erfahren.
der Sohn Gottes musste in einem Stall auf die Welt kommen. Niemand hat ihn aufgenommen. Und auch direkt nach der Geburt wollte König Herodes die Kinder umbringen und auch Jesus umbringen. In Jesaja wurde schon gesagt, er wurde verachtet, von den Menschen gemieden, wie einer, vor dem man sein Gesicht verhüllt. Er wurde verachtet, wir schätzten ihn nicht. Und das war im Leben von Jesus. Er hat Ablehnung erfahren von der Gesellschaft, von den geistigen Führern damals. Und er wurde auch als Lügner und Falschlehrer abgestempelt. Und es ging auch viele andere Personen in der Bibel so. Letzten Sonntag haben wir das Evangelium gehört vom Jakob. Jakob wurde zwar vom Vater geliebt, aber von den Brüdern abgelehnt. Die wollten ihn umbringen, aber haben ihn dann doch nur verkauft. Dann David, als er aufs Schlachtfeld gekommen ist, sind seine Brüder zu ihm nahegegangen und das ganze Volk und haben gesagt, hey, geh heim, ist viel zu gefährlich für die. Oder Zachäus, durch seinen Job war er von der kompletten Gesellschaft abgelehnt. Aber das Gute ist, man wird zwar vielleicht von den Freunden, von der Familie, von der Gesellschaft oder von irgendjemand abgelehnt, aber von Gott wird man nie abgelehnt. Sogar im Gegenteil. Wer von der Gesellschaft oder von der Welt abgelehnt wird, der wird von Gott bestätigt und aufgerichtet. Sehen wir zum Beispiel beim Jesus. Bei Jesus Taufe kommt die Stimme und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Josef, erst als Sklave verkauft, später hatte Macht über ganz Ägypten. David, erst haben wir gesagt, hey, geh heim, das ist nichts für dich. Später wurde der wahrscheinlich größte König, was es je gab. Und auch Zachäus, Jesus kommt zu ihm und er ist gerettet und sein ganzes Haus. Und wir haben auch das Versprechen gekriegt im Psalm, wenn auch Mutter und Vater dich verlassen, der Herr verlässt dich nicht. Das ist wirklich das Vertrauen oder die Zusage von Gott, die wir bekommen haben und an dem wir festhalten dürfen. Was wir jetzt lernen dürfen von den ganzen Storys in der Bibel und vor allem von Jesus, jeder von ihnen hat Ablehnung erfahren und jeder von uns wird Ablehnung erfahren. Nur das Ding ist, Jesus hat sich da nicht aufhalten lassen. Er ist trotzdem rausgegangen, hat gepredigt, er hat trotzdem Wunder vollbracht, er ist trotzdem da gestanden und ist für die Wahrheit eingestanden. Er hat sich nicht aufhalten lassen, so wenig wie David oder Zachäus oder Jakob. Josef. Die Frage ist aber, was macht die Ablehnung mit uns? Oft ist es so, wenn wir abgelehnt werden, dann haben wir die Angst, wieder abgelehnt zu werden. Und wir laufen so mit eingezogenem Nacken durch die Welt und hoffen, dass nichts passiert. Anderes Ding ist, wir verlieren oft die Wahrheit. Wenn wir abgelehnt werden, dann kommt in uns das Ding, hey, du taugst für nichts, niemand merkt dich, niemand liebt dich, nicht einmal Gott merkt dich, du bist ein absoluter Versager. Lass diese Lüge nicht zum Programm werden. Das ist wirklich eine Lüge, die einfach nicht stimmt. Wenn gerade hier die Zusage, der Herr nimmt mich auf, immer. Das andere ist, wir verlieren auch unsere Würde und unsere Identität. Aber wenn wir ins Kreuz schauen, da sehen wir vielleicht Jesus, der komplett abgelehnt wurde und ermordet wurde, aber ist kein Zeichen von Verlust oder von einer Niederlage. Wenn wir ins Kreuz schauen, dann sehen wir einen Sieg und wir sehen, wie viel Wert wir vor Gott haben, was er für uns getan hat und das für jeden Einzelnen von uns. Dann neben der Angst vor weiterer Ablehnung kommt auch oft die Wut dazu. Vor allem auf die Person, natürlich, die uns abgelehnt hat. Aus dieser Wut kann echt auch eine große Verletzung kommen und somit ist auch Vergebung und Freiheit hängt echt viel zusammen. Und je mehr du vergeben kannst, desto mehr kommst du auch in die Freiheit. Also sprich, wenn du viel vergeben willst und möchtest und viel Vergebung zulässt,
somit kommst du auch mehr in die Freiheit. Je mehr in dem Maß, wo du einfach vergibst, in dem Maß wirst du, wirst du in die Freiheit kommen. So, was tun gegen Ablehnung, was uns ja immer und überall begegnet. Das erste ist Wissen, ist unser Wissen. Gott allein gewährt deine Freiheit. Weil wir können uns zwar temporär irgendwie von irgendwas immer befreien, nur oft ist das dann sehr anstrengend und nach irgendeiner Zeit, manchmal Wochen, Monate oder Jahre, schaffen wir es einfach nicht mehr. Mit eigener Kraft ist oft schwer, aber wir wissen, wer wir an der Seite haben und dass Jesus wirklich will, dass wir in Freiheit leben. Das zweite ist das Gebet. Gebet ist wirklich die stärkste Waffe und wirklich wichtig im Kampf gegen Ablehnung. Durch Gebet bringen wir einfach uns in die Wahrheit und in die Anwesenheit Gottes und du wirst wirklich die Ablehnung in seinem Namen besiegen. Dann habe ich noch eine coole Bibelstelle, die kennt vielleicht auch viele. Als Jünger Jesu haben wir auch Autorität. Hier lesen wir, seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nicht nur auf Schlangen und Skorpione uns konzentrieren, da steht vor allem, ich habe euch, also das geht immer von Jesus aus, nichts von uns. Und dann der zweite Teil vor allem, genau, die Macht des Feindes zu überwinden. Wir besiegen das durch Gottes Kraft. Die Schlangen und Skorpione sind zwar da, aber sie können uns nichts antun. So wie die Ablehnung in unserem Leben einfach immer da ist, wie die Schlange, so können wir das auch einfach überwinden mit Gottes Kraft. Dann habe ich noch mit zwei Punkte, wie man vorgehen kann. Das erste ist aufstehen. Also es hilft nichts, wenn wir daheim im Bett hocken, depressiv und selbst bemitleidet. Nein, wir müssen aufstehen, wir müssen wissen, wer wir sind, was für eine Identität wir haben und wer wir an der Seite haben. Wir müssen einfach furchtlose Schritte nach vorne zum Gängen. Es hilft nichts, wenn wir einfach nur da hocken und nichts machen. Das zweite ist, wir müssen unsere Angst auch begegnen und dann besiegen. Das ist zwar eine Challenge, aber wenn wir wirklich da frei werden, dann werden wir auch zum großen Segen. Wir sind dann wirklich furchtlose Christen, wir können Zeugnis geben von Gott und wir können dann auch Reich Gottes aufbauen. Zum Schluss habe ich noch die Key Learnings. Ablehnung ist unvermeidlich. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist so. Das wird uns immer wieder treffen. Denn das Zweite ist, Gott will dich niemals ablehnen. Das ist wirklich auch was ganz Wichtiges. Das müssen wir wirklich verinnerlichen und immer im Hinterkopf behalten. Das ist was wirklich Wichtiges. Gott wird dich nie ablehnen. Egal wie weit du weg warst von Gott, egal was du gemacht hast, Gott wird dich nie ablehnen. Er wird immer zu dir kommen. Denn der dritte Punkt, bewahre die Wahrheit. Glaub dieser Lüge nicht, die du hörst, diese Gefühle, die aufkommen, wenn du abgelehnt wirst. Dann, Gott allein gewährt deine Freiheit. Das ist einfach auch was, was wir einfach verstanden müssen oder einfach ja, auch verinnerlichen. Und dann der letzte Punkt, du wirst Ablehnung in seinem Namen besiegen. Nur mit Jesus schaffen wir wirklich diese Ablehnung besiegen und das können wir tun. Amen.